Herzlich willkommen zum ersten Teil, wie ihr euren Freeride Ski richtig präpariert. Ich habe hier den K2 Hellband aus dem Jahr 2011, 2012. Und für den Ski, der ist so breit, der passt in keine normale Form, also in keine normalen, na wie sagt man, in keine normalen Einspanner für den Ski, weil er einfach zu breit ist. Und deswegen habe ich mir erstmal für die Kante hier was gemacht. Einfach ein Stück Holz genommen, hier ein Loch reingeschnitten, hier ein Loch reingeschnitten, so ein Papier drauf, den Ski nehmen und drauflegen und dann rastet der ein. Und dann können wir die Kanten wunderbar machen, genau das hinten das gleiche. Und jetzt halt fangen wir mal an. Alles, was wir dazu brauchen, ist eigentlich nur so ein Kantengerät. Ist einfach so ein Teil mit einem Schleifstein. Hier kann man den Winkel einstellen. Ich habe jetzt den Winkel auf 88 Grad gestellt, weil das der perfekte Winkel für den Hellband ist. Aber bevor wir anfangen mit diesem Gerät hier zu arbeiten, brauchen wir noch was anderes. Ja, so ein Schleifstein. Und mit dem müssen wir jetzt erstmal den Ski relativ gut abziehen. Da der Ski nirgends gescheit reinpasst, einfach so zwei Teile nehmen. Die legen wir einfach hier hinten hin. Und vorne auch. Und wenn da unser Ski drauf liegt, dann ist der fest, rutschsicher und perfekt. Dann nehmen wir dieses Teil hier. So, und jetzt müsst ihr hier oben die Kante abschleifen. Aber die dürft ihr nicht ganz gerade abschleifen, sondern die muss einen leichten Gradwinkel haben. Da gibt es extra Tools dafür. Oder, also so 0,5 Grad sind es meistens, oder ihr nehmt einfach so ein Stück Klopapier oder irgendwas, was halt ein Stück Karton und legt es so drunter und jetzt einfach hier drüber gehen. Und dann wirklich über die ganze Kante so gehen. Da geht erstmal, wenn Rost vorhanden ist, der Rost weg und irgendwelche anderen Stellen, die unrein sind. So, wenn wir das gemacht haben, braucht man dieses Teil gar nicht mehr. So, wenn wir jetzt das mit dem Schleifstein gemacht haben, der ist wirklich nur dafür da, dass so Verhärtungen, die in der Kante entstehen können, wenn man über Steine fährt, dass die weg sind, dass wir dann jetzt mit der Feile drüber gehen können. Das ist wieder genau das gleiche Prinzip. Dann nehmt ihr euch so ein Teil, legt die Feile an und dann geht ihr einfach hier drüber. Sondern jetzt brauchen wir wirklich diesen Kantenschleifer hier. Das heißt, nehmt euren Ski, spannt ihn ein oder wie ich hier reinlegen, weil der Ski ja so breit ist und so fett ist. So, jetzt haben wir hier diesen Kantenschleifer. Da ist die Richtung vorgegeben, in welche Richtung ihr ziehen müsst. Ich benutze immer den 88 Grad Winkel, weil das der beste ist für ein Hellband und drehe das einfach fest. Genau, und dann haben wir hier die Richtung, so rum müssen wir, also so rum, jetzt legen wir das Teil hier an, wir müssen in die Richtung ziehen mit dem Kantstein und jetzt müssen wir den hier anlegen am Belag, dann einfach rüber gehen. Dann vorgehen, aufdrücken. Beim Zurückgehen immer ein bisschen locker lassen. Und wenn ihr sehen wollt, dass eure Kante auch scharf ist, nehmt ihr einfach euren Fingernagel und zieht so runter. Und wenn dann so eine Späne hängen bleibt, dann ist er scharf. Dann ist die Kante scharf. Wunderbar. Genau das gleiche jetzt mit der anderen Seite machen. Und dann haben wir die Kanten schon hergerichtet.